zweifach geimpft, dennoch Corona-positiv. Das hört man in diesen Tagen sehr oft hier bei uns in Österreich. Versagt die Impfung? Nein, aber sie wirkt leider nicht länger als 5 bis 6 Monate. Ist die Frage, wann der Herr Landeshauptmann geimpft wurde. Und ich gehe davon aus, dass er nicht schwer erkranken wird, was wichtig ist, weil die Impfung insofern vor schwerer Krankheit schützt. Jetzt sind wir hier natürlich wieder beim Thema Auffrischungsimpfung. Mhm. Sie sagen es, 5 bis 6 Monate wirkt die Vollimmunisierung mit Covid, also gegen Covid-19. Wann würden Sie denn jetzt den dritten Stich empfehlen? Naja, ich würde schon 5 bis 6 Monate nach der zweiten Impfung anfangen. Das sind Erfahrungen, die wir in Israel sammeln konnten. Dort hat es viele Impfdurchbrüche gegeben. Es wurden inzwischen sehr viele Menschen mit der dritten Impfung versorgt. Und man sieht ganz klar einen Rückgang der Infektionen. Also insbesondere, wenn man mit Pfizer-BioNTech geimpft war, sollte man 5 bis 6 Monate nach der zweiten Impfung, und das sind bei uns, sind das die älteren Herrschaften, die Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Angehörige von Gesundheitseinrichtungen, sollte man sich die Auffrischung holen. Kann man unterm Strich sagen, dass man nach der Auffrischungsimpfung auch gegen eine Infektion geschützt ist oder nur wieder wie gegen schweren Verlauf? Man sollte wesentlich besser auch gegen eine Infektion geschützt sein, weil man gesehen hat, dass die Antikörperspiegel dann ansteigen und hoffentlich stabil hoch bleiben. Das wissen wir leider noch nicht. Aber was wir lernen mussten, ist, dass die Impfung keine Langzeiteffekte hat, sondern nach circa einem halben Jahr an Wirkung verliert. Das konnte man auch nachweisen, indem diese Antikörperspiegel relativ stark gesunken sind. Und ich glaube, wir sollten aus der Erfahrung, die man in Israel sammeln konnte, lernen. Gibt es schon aktuelle Studien, ob man jetzt nach der Drittimpfung nun jedes halbe Jahr zur Impfung marschieren muss, zur Nachimpfung? Das weiß man leider noch nicht. Man weiß nur, dass die Drittimpfung wesentlich besser wirkt als die Zweitimpfung, was die Spiegel der Antikörper betrifft. Also es ist so wie bei anderen Schutzimpfungen auch, wo man eine Auffrischungsimpfung braucht und dann hoffentlich längere Zeit einen stabil hohen Wert hat an Antikörpern und auch eine entsprechende Abwehr. Mhm. Blicken wir auf ein ganz anderes Thema, auf den sogenannten Corona-Bonus. Im Juni wurde er ja beschlossen, ausgezahlt wurde der Corona-Bonus für das Gesundheitspersonal bis dato noch nicht. Für alle, die es nicht wissen, es handelt sich hier um einen 500-Euro-Bonus. Die Länder sollen den ausbezahlen, aber was läuft hier schief, dass es diesen Bonus noch immer nicht für das Gesundheitspersonal gegeben ist? Also das Gesundheitspersonal hat Übermenschliches geleistet und leistet immer noch ganz, ganz viel, und es ist zu befürchten, dass die Belastung nicht weniger, sondern mehr wird. Wir haben uns sehr gefreut über eine Anerkennung seitens der Bundesregierung, und dass die noch nicht ausbezahlt wurde, ist enttäuschend. Blicken wir auf die aktuellen Coronavirus-Zahlen. Österreichweit sind 2.445 Neuinfektionen gemeldet worden. Man muss aber dazu sagen, dass am Samstag Wien keine Zahlen eingemeldet hat wegen einer technischen Panne. Die sind eben heute noch dazugekommen, deswegen auch dieser hohe Wert. Wie interpretieren Sie die aktuelle Entwicklung? Ja, es ist relativ stabil, aber auf einem nicht niedrigen, sondern eher hohen Niveau. Die große Befürchtung ist, dass diese Zahlen weiter steigen könnten. Und verhindern kann man das nur, indem sich mehr Menschen impfen lassen. Wir sind jetzt bei ca. 61% Durchimpfung. Und das ist viel zu wenig, um hier wirklich auf Maßnahmen verzichten zu können. Das heißt, wir würden uns freuen, wenn sich mehr Menschen impfen lassen. Andere Länder machen uns das vor. Ich erwähne hier Dänemark, ich erwähne Schweden, Portugal. Also es sind alles Länder, wo wesentlich mehr Menschen geimpft sind. Und wenn das bei uns auch gelingt, und ich bin ein Optimist, dann kann man auf Maßnahmen verzichten und dann muss man auch keinen weiteren Lockdown fürchten. Wenn es nicht gelingt und es sind noch immer Millionen Menschen ungeimpft, dann ist zu befürchten, dass sich die Ungeimpften anstecken. Man sieht ja, dass selbst Geimpfte sich anstecken. Umso gefährlicher ist es für Ungeimpfte. Also das Lockdown-Gespenst ist Ihrer Meinung nach nicht vom Tisch?
wenn wir nicht mehr Impfungen verabreichen können, ist es nicht vom Tisch, zumindest für Ungeimpfte oder nicht Aufgefrischte, besteht schon eine Gefahr, dass man sich ansteckt. Maßnahmen, die gesetzt werden oder auch gesetzt werden könnten in den nächsten Tagen und Wochen, ist zum Beispiel die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Mhm. Viele Expertinnen und Experten sagen, warum ist das nicht schon gekommen? Jetzt soll es nun soweit sein. Wie sehen Sie das? Wie wichtig wäre 3G? Das wäre sehr wichtig. Also idealerweise 2G, geimpft oder genesen und geimpft. Wenn jemand nicht geimpft ist, dann sollte er einen aktuellen Test, einen negativen Test haben. Wobei dort die Unsicherheit ist, dass diese Tests ja immer nur Momentaufnahmen sind. Wenn jetzt der PCR-Test einen Tag dauert, bis ich das Ergebnis habe und ich dann weitere 2 Tage einen grünen Pass bekomme, dann kann man sich in der Zwischenzeit natürlich anstecken und kann auch ansteckend sein. Jetzt haben wir die aktuelle Entwicklung in Wien seit Freitag, dem 1. Oktober 2021, dass eben härtere Maßnahmen gesetzt wurden. Also Wien ist hier am deutlich strengsten unterwegs im Österreich-Vergleich, zum Beispiel 2G für die Nachtgastronomie. Man muss eben geimpft oder genesen sein. Reichen die Maßnahmen in Wien, zum Beispiel im Handel, nur FFP2-Masken? Reicht das, um mir sicher durch die nächsten Wochen zu kommen? Ich hoffe. Also natürlich sind es schärfere Maßnahmen als im Rest von Österreich. Idealerweise appelliere ich wieder an alle Menschen, die noch nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Die Impfung wurde inzwischen milliardenfach verabreicht weltweit. Und sie ist eine sichere Impfung und die Impfung schützt vor Infektion. Also das ist sicherlich der beste Weg, um zukünftige Maßnahmen wie Lockdowns zu verhindern. Apropos Impfung, hier prescht der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil vor. Mit 11.11. will er alle Maßnahmen im Burgenland aufheben, insofern 80% im Burgenland geimpft sind. Mhm. Eine gute Idee? Ja, wenn mehr Menschen geimpft sind, kann man die Maßnahmen aufheben. Das hat man, wie gesagt, im Ausland schon versucht und gemacht. Und dieses Ziel von 80+% geimpft, sollte man erreichen, aber nicht nur im Burgenland, sondern in ganz Österreich. Am Freitag, dem 1. Oktober, hat auch das neue Studienjahr in Österreich begonnen. Viele Hochschulen setzen nun wieder auf den Präsenzunterricht. Mhm. Ab morgen beginnen dann auch wieder die großen Vorlesungen. Kann das gut gehen? Es sind relativ viele Studierende geimpft. Ich habe gehört 80%. Das wird schon gut gehen. Die 20% sollten sich auch noch impfen lassen. Aber kann man überhaupt einen sicheren Präsenzunterricht garantieren? Weil wir haben sie ja selbst gesehen, gerade auch am Beispiel des Landeshauptmannes aus Salzburg, Haslauer, der eben auch positiv getestet wurde auf Covid-19. Und gerade viele Studierende haben unter anderem diesen Johnson & Johnson Impfstoff bekommen. Mhm. Da gilt man als voll immunisiert nach dem ersten Stich. Nun hört man wieder, man soll sich jetzt doch auch eine Auffrischungsimpfung rasch abholen. Kann man da dennoch sicher in dieses Studienjahr starten? Also diejenigen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, sollten sich entweder eine zweite Johnson & Johnson Impfung oder eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff holen, um einen stabilen Antikörper-Titer zu haben. Und ich hoffe doch sehr, dass das klappt. Ganz sicher ist es nicht, aber je mehr Menschen geimpft sind, die Vorlesungen besuchen, umso sicherer ist die Situation. Und ich freue mich, dass die Studierenden hier doch zu so einem hohen Prozentsatz geimpft sind. Bei den Impfdurchbrüchen besteht die Gefahr eher für Menschen, die vor einem halben Jahr oder geimpft wurden, also die, die am Anfang dran waren. Jetzt weiß ich nicht, wann der Herr Landeshauptmann geimpft wurde, aber ich nehme an, Anfang des Jahres. Bei den Studierenden wird das später gewesen sein, weil wir damals noch nicht ausreichend Impfstoff hatten. Apropos Impfstoff, da hatten wir in den letzten Monaten eben BioNTech, Pfizer, Moderna, dann AstraZeneca und eben auch Johnson & Johnson im Einsatz. Man hat das Gefühl, dass speziell AstraZeneca jetzt komplett weggebrochen ist und dass jetzt quasi ein Impfstoffmonopol von BioNTech, Pfizer hier herrscht. Aber es waren dennoch sehr viele Dosen von AstraZeneca im Land. Was ist denn mit denen jetzt passiert? Wurden die alle weggeschüttet?
Nein, weggeschüttet ist gar nichts worden. Meines Wissens nach wurden einige Millionen Dosen verschenkt an Länder, die sich den Impfstoff nicht so leisten können. Und das ist sicherlich auch gut so, weil wir inzwischen ausreichend Impfstoff haben, um alle Österreicherinnen und Österreicher, die geimpft werden möchten, auch zu impfen. Erinnern wir uns zurück, Anfang des Jahres hatten wir viel zu wenig Impfstoff und da hat man sich um den Impfstoff gerauft. Da hat es diese Bürgermeister-Skandale gegeben, wo der eine oder andere Bürgermeister geimpft wurde und sich alle darüber aufgeregt haben.